Real ist offensichtlich Luis Prieto gegangen und jetzt die Möglichkeit, jetzt auf Esquero, der wird gerade noch abgedrängt. Wer weiß. Viel Platz für Jeste, Stellungsfehler, der erste Stellungsfehler in der Austria-Hintermannschaft und Riesenglück zum zweiten Mal Aluminiumtreffer von Athletic Bilbao. Noch einmal, Papaz bleibt stehen, Jeste mit der eigentlich bereits verunglückten Flanke und Riesendusel für Joey Tidulica. Strömender Regen weiterhin, aber das Publikum hellwach. Ebenfalls hellwach Santiago Esquero. Zwei Bilbao-Spieler völlig frei am Fünfer-Eck, das sollte nicht passieren. Auf Libor Sionko, kein Abseits. Sionko gegen La Cruz, Vastic. Gute Flanke und die Riesenmöglichkeit auf das 2:1. Markus Kiesnebner per Kopf. Tolle Aktion der Austria. Sionko, Spiel auf. Vastic, gute Flanke und Kiesnebner läuft gerade rechtzeitig hinein. Gutes Timing. Aber der Ball geht ganz knapp am Tor vorbei. Oh, das wäre es gewesen. Schade für die Austria, schade für Markus Kiesnebner. Gegentor. Diese Serie hat die Austria heute ja schon beendet. Dosunmu, immer noch Dosunmu, das ist die Riesenchance auf das 2:1. Dosunmu, nein! Oh, Tosin Dosunmu lässt diese Riesenchance aus. Das wäre es gewesen nach einer Stunde. Scheitert an La Fuente. Das darf nicht wahr sein. Bereits die zweite Riesenmöglichkeit für die Austria in Spielhälfte 2. Ursais, immer noch Ursais, guter Schuss. Und da hat auch nicht viel gefehlt. Und noch einmal diese Möglichkeit. Tosin Dosunmu macht das toll. Und dann scheitert er an Inaki Lafuente, der in diesem Fall auch wirklich gut reagiert. Freistoß Stefan Wachuschek. Dosunmu. Ball ist noch heiß, wieder Dosunmu. Dritte gute Möglichkeit für die Austria. Dosunmu. Und bevor Dosunmu, Sionko, nächste Möglichkeit, Tor! 2:1 für die Austria! Das gibt's nicht, 70. Spielminute! Und jetzt ist die Austria dem Aufstieg ganz, ganz nahe. Libor Sionko trifft zum 2:1 für die Wiener Austria. Unglaublich! Vorbereiter wieder einmal Tosin Dosunmu. Zuschauer und Spieler der Heimmannschaft konsterniert. Und er darf jubeln. Libor Sionko, der Tscheche im Austria-Dress. Noch einmal, Sionko da beim Ball, dann Dosunmu. Missverständnis, Gurbegi passt nicht auf, Dosunmu im Liegen spitzelt er den Ball genau in den Lauf von Sionko und der macht das 2:1. Unglaublich. Kündigt sich bei der Austria der erste Wechsel an, während wir hier noch einmal das Tor sehen von Libor Sionko. Jeste, da hat er wieder mal viel Platz im Strafraum, kann sich umdrehen, aber die Dulica. Und da ist der Schlusspfiff des polnischen Schiedsrichters Gilewski. Die Wiener Austria feiert bei Athletic Bilbao einen sensationellen 2:1 Auswärtssieg. 1:0 die Führung für Bilbao durch Jeste aus einem Elfmeter, aber dann hat er hier zugeschlagen. Dann hat Libor Sionko zweimal getroffen. Zum ersten Mal in der 36. Zum zweiten Mal in der 70. Spielminute. Und deshalb dürfen die Austrianer über den Einzug ins Achtelfinale des UEFA Cups jubeln. Riesenerfolg, nicht nur für die Austria, sondern für den gesamten österreichischen Clubfußball. Das tut richtig gut. Athletic Bilbao war der Riesenfavorit in diesem Spiel und am Ende jubelt Rot-Weiß-Rot heute ganz in Violett gehalten. Ein toller Erfolg für die Wiener Austria. Wer hätte sich das gedacht? 2:1 Sieg auswärts bei Athletic Bilbao. Den Applaus von ihren mitgereisten Fans
den haben sich die Veilchen heute wirklich verdient. Das war's von mir. Mit einer Riesensensation endet dieser UEFA-Pokalabend. Die Wiener Austria schafft den Aufstieg ins Achtelfinale. Jörg Kühne und Herbert Weber, ihr seid dran. Though nothing will keep us together.